Hi Leute, herzlich willkommen zu Sims 3 Into the Future. Ja, das ist unser neues Haus. Und zwar sind wir jetzt bei Appaloosa Plains, so wie die Stadt heißt. Ja, es war auch hier ein bisschen mit Wasser zu. Hat auch ein bisschen was mit Wasser zu tun, aber nicht so wie bei Inselparadies. Das ist sozusagen unser Häuschen. Erste Zimmer, unser Schlafzimmer, also von Joel und Charlene, Kinderzimmer, und hier ist die, ja, Balkon, würde ich eher sagen, und einen schönen Garten. Dann kommen wir zu hier ist Stall, wo auch die Hunde reingehen können. Badezimmer, Spiegel, dann noch Küche, Boden auch extra schön hier. Ah, Badezimmer hat auch so einen Boden, so einen Steinboden. Flur, Stube ist noch nicht ganz fertig und Esszimmer. Stube, da fehlt mir noch so ein Bettchen. Ja, es war alles kleiner geworden jetzt, aber... Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, die fühlen sich wohl, unsere Sims. Wo ist denn mein Lieblingsbild? Ha! Das kommt auch noch hier hin. Wo könnte ich das machen? Da! Hihi. Bilder habe ich da noch nicht aufgehangen. Ich habe doch noch so ein bestimmtes Bild, das habe ich vergessen mitzunehmen. Ich zeig euch, wenn ich das überhaupt finde. War das das? Nö. Was ist denn das? Sieht auch schön aus, ne? Wie ihr gesehen habt, hier stehen zwei Kinderwagen. Das denn? Oh lol, so ein City. Ach komm, und noch dahin hängen. Hier für die Kinder auch. Bekommst du einen Drachen? Hier bekommst du ein Pfettchen. Ach süß. Es gibt auch Bilder, die sind so goldig. Das eine Bildchen, das finde ich gar nicht mehr. Lol. Nee, finde ich gar nicht mehr. Schade. Das ist so ein Bild von den, Simskristallen, Blumenblots oder wie die heißen. Ich hier nicht mehr. War doch auch nur so ein Bild, oder nicht? Die sind verschiedene, aber nicht das, was ich will. Das denn für ein Bild? Nee. Ist das? Ist gar nicht mehr da. So ein schönes Bildchen. Oh, schade. Naja, egal. Hier habe ich hier was von den Sims 4. Je.
Ja, für die Viecher habe ich hier vergessen, Näpfe hinzustellen. Und Spielzeug. Vielleicht auch noch Teppich oder sowas hinlegen, hinstellen, sag ich schon. Teppich. Oh, sieht okay aus. Lass ich mal so. Auf jeden Fall, das ist das jetzt, das neue Zuhause von Familie Meier. Spielen. Und dann noch, muss ich noch ein Resort bauen. Hanna kommt da rein. Da bist du ja. Du kümmerst dich hier um Kai. Kuscheln, spielen, kuscheln. Die Viecher können untereinander ein bisschen spielen. Mit einem grünen Dach. Ist doch cool. Ja, mal schauen, wo ich dann ein Resort hier irgendwo hinbaue. Das mache ich dann aber auch offline. Dann baue ich dann einfach eins hin. Mal gucken. Vielleicht hier oder so. Oder da. Oder da wahrscheinlich. Mal schauen. Das Kind war weg. Wie süß die mit den Kindern hier umgehen. Ja, auch Pflänzchen habe ich hier gemacht. Ist doch schön. Die Nachbarn haben wir ja auch. Ach, die gehen jetzt weg. Aber süß. Wir wollen auch Charlene heute ein bisschen umstylen. Sprich, auch andere Kleidung anziehen. Plan und Aussehen ändern. Joel lassen wir so. Oh, wie süß die sind hier. Springen üben. Oh, nicht schlecht. Bella und Capri. So süß. Ja, ich habe mir überlegt. Ah, da ist er schon. Hola. Wollen wir jetzt mal schauen? Garaba. Ich habe andere Kleidung. Die zwar auch gut aus, aber...
weiß jetzt nicht, wo das jetzt ist. Doch, hier. Vielleicht so ein Kleidchen oder sowas wäre gar nicht so schlecht für sie. Es leckt zwar ein bisschen, aber Gott sei Dank nicht mehr so extrem wie in der Paradies. Dieses Kleid finde ich so hässlich. Ich weiß auch nicht. Ist aber auch ein schönes Kleid, das hier. Schön. Aber das ist nicht das, was ich will. Hier habe ich neue Kleider. Was? Oder das hier? Was habe ich auch? Naja, das sieht schick aus. Oh ne, das finde ich am süßesten. Komm, das nehme ich. Pink, meine Lieblingsfarbe. Ist auch übelst laut. Von Buggy? Schon sportlich hier. Von Muckis. Ja, ich vielleicht andere Schüchchen, die bisschen anders aussehen. Da. Dann gehen wir mal auf Schlafanzüge. So, so. Ja, warum nicht? So kann sie bleiben. Besuf Nazca! Ach, Sportkleidung lasse ich. Deptagi? Hä?
Ja, der hat so eine Taucherrüstung. Aber way. Ach, dann bleibt das alles so. Ja, zeig dich nochmal in Alltagskleidung. Zula. Ich glaube, ich mache das weiß. Das kann ruhig pink sein. Ach, beige vielleicht. Ne, irgendwann ist die Haut war, oder? Schwarz. So, sie ist jetzt fertig. Jetzt können wir ihre Frisur machen. So, so. Habe ich auch andere Frisuren? Das kennt ihr. Da habe ich eine Frisur. Steht hier aber irgendwie nicht so wirklich. Die kennt ihr schon, aber diese Frisur habe ich auch neu. Und diese Frisur habe ich neu. Ach ja, und die auch. Den Rest von den Frisuren kennt ihr ja bereits. Da noch neue? Weiß ich gar nicht mehr. Geh mal einfach da drauf. Das habe ich. Ist hier noch was? Ja, sowas, aber. Ich glaube, ich nehme sowas mit einem Zopf. Das sieht am besten aus. Wir geben ihr mal so eine Haarfarbe, warum auch nicht? Schminke lassen wir so. So ist er ganz hübsch. Depta. Haha, umgestylt. So, Charlene sieht gut aus. Genau, er geht ja arbeiten. Wäsche waschen. Und dann noch nebenbei es kochen. Ah, wie sie sich freut. Wie süß. Ich muss auch noch Futter einfüllen hier. Futter. Ah, ich habe vergessen, hier Lichter hinzuhängen. Ah, lol. Das ist doof. Einfach diese Lichter.
ich da eigentlich auch? Habe ich noch welche zum so stehen? Gar nicht so schlecht aus. Sieht besser aus als diese kleinen Lichter. Ja, dann muss ich auch für heute wieder aufhören und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Diesems 3 Into the Future. Ciao!